Ja, guten Morgen, ich bin's nochmal, der Peter. Wieder beim Walken und da läuft meine Birne irgendwie an zum Denken. Ich habe euch in meiner letzten Videobotschaft, habe ich euch kurz davon erzählt, ihr sollt euch neu erfinden oder die Möglichkeit, dass man sich neu erfindet. Ich habe hier mich die letzten Jahre sehr intensiv mit diesem Reimagine, mit dieser Neuerfindung, mit meinem lieben Kollegen und Freund Hermann Demmel sehr auseinandergesetzt. Oft in Inhouse-Seminaren und daher kenne ich die Problematik eigentlich ganz gut. Das große Problem oder mein Tipp heute, wenn ihr euch neu erfinden wollt oder euer Business, das geht nicht von euch aus. Ja? Also ihr könnt nicht euer eigenes Business nach euch richten, sondern der Ausgangspunkt, der Fokuspunkt ist immer der Kunde. Also stellt euch hin, überlegt, schaut euch das an, was da draußen passiert. Schaut euch die Megatrends an, die euer Ökosystem, euer Geschäft, euer Business verändern. Schaut euch diese Landscape an, was kommt da alles? Ja? Kriege, Krisen, Pandemien, Megatrends, die uns verändern, Klimakrise und, und. Das ist ja alles noch nicht vorbei. Und all diese Dinge verändern natürlich uns Menschen. Ja, es geht um das Erleben und Verhalten von uns Menschen. Und wir Menschen sind natürlich auch Kunden. Und wir sind Konsumenten und Konsumentinnen und beobachte im ersten Schritt, was macht das alles mit meinen Kunden? Und denk vielleicht ein bisschen altruistisch. Das bedeutet, welche Probleme haben jetzt meine Kunden und Kundinnen? Und dann versuch dir zu überlegen, welche neuen Lösungen könntest du jetzt in dieser Situation, jetzt auch in dieser Krise oder wenn der Restart kommt? Natürlich wird sich das Erleben und Verhalten von uns Menschen dann auch geändert haben. Es wird nicht mehr so sein wie vorher. Kann es ja auch gar nicht, weil wir jetzt alle dramatische Dinge erlebt haben, die gar nicht so lustig sind und die uns einfach verändert haben. Also überleg dir, was da draußen passiert gerade und wie und was tut es mit meinen Kunden? Wo sind die Lücken? Wo sind die Probleme? Wo sind jetzt die Engpässe bei meinen Kunden? Und da überleg dir, da erfinde dich neu. Komplett neu vielleicht, wenn es sein muss und sag, ich habe genau für dich die richtige Lösung. Jetzt, in dem Moment weiß ich, dass du dessen das brauchst und das baue ich auf. Und das ist euer Zukunftsbusiness. Versteht ihr? Das ist euer Zukunftsbusiness. Also die Frage ist, oder der Gedankengang ist eigentlich gar nicht so schwer. Ja, da braucht auch kein Berater dazu, keine Agentur. Setzt euch hin, vor ein weißes Blatt, überlegt euch und sagt, was macht die Welt da draußen mit uns Menschen? Wie verändert es uns? Welche externen Faktoren, wie Kriege, wie ich gerade gesagt habe, wie Pandemien, Klimatrend, Klimaveränderung und so weiter, all das, was kommt. Globalisierung, die wird jetzt wieder deglobalisiert. Urbanisierung, werden die Leute weiter in Zukunft noch in die Stadt wollen oder sagen, na, ich gehe lieber aufs sichere Land? Also sehr, sehr viel hat sich jetzt da in den Köpfen von uns Menschen verändert. Also setz dich hin, mach eine Skizze, überleg dir, wie verändert diese Welt uns Menschen? Und jetzt kommt's, und speziell meine Kunden. Und welche Probleme bekommen meine Kunden und welche Fragen werden meine Kunden in Zukunft stellen in dieser veränderten Welt? Und wo brauchen sie Hilfe? Und diese Hilfe ist genau dein Angebot, für das dann auch jeder bereit ist, Geld zu bezahlen. Für Dinge, die uninteressant sind, die an Wichtigkeit verloren haben, wird keiner momentan zahlen. Auch nach der Krise nicht. Und das war aber schon immer so. Ja, also überleg dir, welches Ereignis da draußen führt bei deinen Kunden und Kundinnen zu Problemen, dessen Lösungsangebot du hast und für das die Kunden bereit sind, auch wirklich Geld auszugeben. So war es schon immer, so war es 35, 40, 50, 60, 80, 100 Jahre lang schon, seit es Marketing in irgendeiner Form gibt. Also denkt dran, waren meine 5 Cent für heute, ob es euch was nützt, weiß ich nicht. Ich gehe nach dieser Prämisse vor und Kopf hoch, das klappt schon.